Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Der März ist vorbei, wir haben April. Ich zeige euch meine Neuheiten aus dem März, die es bei mir ins Regal geschafft haben, meine Ausbeute und erkläre auch gleich nach dem Intro, warum die letzten circa 2 Wochen kein neues Video kam. Ja, dann seid gespannt und viel Spaß! Ja, nochmal herzlich willkommen zur neuen Comicbeute-Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt in mein Monatsvideo, um zu gucken, hey cool, was gab's denn da so Neues? Teilt mir auch gerne eure Neuheiten mit immer unten in die Kommentare rein, was ihr vielleicht so Neues bekommen habt, Empfehlungen, ne, Highlights oder vielleicht auch ja, irgendwelche absoluten Gurken, die man sich sparen kann. Also alles gerne unten in die Kommentare rein. Ich möchte mich bei allen wieder bedanken, die hier einschalten, bei allen neuen Abonnenten und auch bei den Alteingesessenen. Mittlerweile sind es über 600 Abonnenten. Mega genial. Echt richtig, richtig cool. Ich freue mich tierisch über euch, dass ihr das guckt, kommentiert, abonniert. Super geil, wirklich. Und ja, einmal vorab, warum die letzten 2 Wochen kein Video kam, warum ich vielleicht heute auch das ein oder andere Mal vielleicht einen Schnitt drin habe oder ich weiß nicht, ob man es noch hören kann. Also ich persönlich finde, ich klinge immer noch nasal so ein bisschen. War die letzten Tage allerdings noch krasser, noch schlimmer. Ich bin jetzt seit 1,5 Wochen dabei, mich von Corona eben auch so auszukurieren. Hab das Virus dann jetzt auch mal bekommen, Gott sei Dank geimpft, aber ne, irgendwie ist es bei mir echt länger hängen geblieben als bei vielen anderen, die da schon nach 4, 5 Tagen dann sofort losgeworden sind. Und ja, man, wie gesagt, vielleicht hört man es noch, dann sei mir verziehen. Ich habe jetzt wirklich die letzten Tage immer gewartet, weil das wollte ich eigentlich keinem zumuten. Ich habe vieles gelesen, ich kann über an sich vieles Videos machen, ich muss halt dann nur auch die Zeit dazu haben. Die hätte ich vielleicht da und da gehabt, aber dadurch, dass es mir eben nicht gut ging, war es irgendwie nicht möglich. Aber ja, davon erstmal ab. Ich hoffe, es geht weiterhin bergauf und stelle euch jetzt einfach mal die Neuheiten vor. Hat jetzt eben auch den Effekt gehabt, ich kam leider die letzten 2 Wochen nicht in den Comicladen. Das heißt also, ich bin noch jemand, der ganz gerne ins Comicgeschäft geht, um zu gucken und zu schmökern und auch ne, sich so eine Übersicht über die Neuheiten zu verschaffen. War diesmal nicht ganz so möglich. Deswegen musste ich auch mal im Internet ein bisschen ordern, aber ja, ist halt einfach so. Wir fangen mal an, wieder im Manga-Bereich. Da stelle ich euch von Carlsen Manga einen ganz neuen Manga vor, der in der Community schon seit langer, langer Zeit gefordert wurde und Carlsen ist jetzt dem Ganzen nachgekommen. Carlsen Manga Tokyo Revengers in der Doppelband Edition ist zum ersten Mal auf dem deutschen Markt raus. Band 1 für 8 Euro, das ist wirklich für einen doppelbändigen Band, der glaube ich, ja, der kommt schon so auf seine 300, fast bald 400 Seiten. Das ist schon nicht so schlecht. Und ja, es gibt zu Tokyo Revengers eine Anime-Serie, die könnt ihr bei Crunchyroll zum Beispiel gucken. Die ist auch deutsch synchronisiert, da habe ich auch mal reingeguckt, ein paar Folgen habe ich gesehen, habe dann irgendwann gesagt, na komm, mach mal eine Pause, wenn jetzt bald der Manga kommt, dann guckst du da auch noch mal rein. Und ja, es geht im Großen und Ganzen um den jungen Takemichi, der hat ja, so ein ja, sehr langweiliges Leben an sich, erfährt aber aus den Nachrichten, dass seine Freundin oder ehemalige Freundin Hinata quasi gestorben ist bei einem, ja, bei so einer Art Unfall, der durch die Tokyo Manji Gang hervorgerufen wurde. Eine sehr berühmte und berüchtigte kriminelle Jugendbande oder Gang eben und ja, er überdenkt so ein bisschen sein Leben, wie wäre das vielleicht gelaufen, wenn man mit Hinata irgendwie mehr noch weiter zusammengeblieben wäre.
Und dann ist es aber so, dass er eines Tages an einem Bahnsteig steht und dort geschubst wird. Und er fällt quasi vorne über und findet sich auch schon fast damit ab, okay, jetzt werde ich halt sterben, ne, wenn der Zug eben einfährt. Aber er macht dann die Augen auf und stellt fest, er ist zig Jahre in der Vergangenheit zurückgereist. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo Hinata noch lebt. Und er beschließt dann, okay, ich versuche, das zu verhindern. Und das kann er halt nur, indem er sich mit dieser Tokyo Manji Gang auseinandersetzt. Und das ist extrem spannend, weil wir hier so eine Art Zeitreise Jugendbanden-Manga haben, der wirklich auch relativ ja, brutal ist. Also die Empfehlung selber von Carlsen habe ich schon gesehen, die liegt bei ab 14 Jahren. Und das ist auch so eine Sache, ne? Diese Jugendkriminalität ist ja nun mal etwas, was es so im realen Leben nun mal auch gibt, ne? Das ist jetzt nichts Erfundenes. Und das fällt hier in dem Manga und auch eben in dem Anime extrem hart aus. Also ich war teilweise beim Anime-Gucken echt so ein bisschen überrascht, wie krass es so abgeht, so mit dieser ganzen Gewalt anderen Gangs gegenüber oder eben auch eigenen Gangmitgliedern innerhalb dieser Gang, weil man sich irgendwie behaupten will, irgendwie der Hierarchie eventuell aufsteigen möchte. Und also ne, wir haben hier zum Beispiel gleich so ein Fight, ne, damit ihr hier einfach mal auch so einen kleinen Einblick reinbekommt. Also das ist wirklich nicht gerade ohne. Ich gucke mal gerade, ob ich euch Takemichi hier zeigen kann. Genau, ne, das hier ist Takemichi, den wir hier sehen. Und es ist super spannend. Ich bin mal gespannt, wie es dann auch letztendlich dann weitergeht. Na, hier haben wir das auch nochmal, diese ganzen Gangs mit ihren Motorrädern und so. Also ein Manga, der schon lange, lange Zeit von der Manga-Community gefordert wurde. Und ich denke auch, dass hier die Erstauflage relativ schnell weg sein wird, wahrscheinlich. Und der zweite Band, also alle nachfolgenden Bände, liegen nicht bei 8 Euro, die liegen bei 12 Euro. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gerade schon gesagt habe. Aber der erste mit 8 Euro ist so ein bisschen so ein, ne, kommt mal ran, guckt mal rein. Und ab Band 2 liegen wir dann halt eben bei 12 Euro. Im Japan sind bisher 26 Ausgaben raus, soweit ich das mitbekommen habe. Der Manga pausiert da aktuell wohl, weil auch im Umfeld des Mangakas da viele Leute mit Corona zu tun haben und zu kämpfen haben. Und er befindet sich aber wohl im finalen Arc. Also ich bin da jetzt nicht informiert, wie viele Ausgaben das wirklich dann werden, ob es 28 werden, ob es 30 werden. Wenn die hier bei uns in Doppelbänden erscheinen, dann werden es wahrscheinlich 14 oder 15 von diesen doppelbändigen Ausgaben. Ne? Genau, Tokyo Revengers bei Carlsen Manga ist wahrscheinlich ein ganz heißes, oder ist ein ganz heißes Ding. Ne? Auch bei Carlsen Manga, da ging es für mich dann wieder weiter. The Killer Inside Band Nummer 5. Ne? Auch hier haben wir das weiterhin, dieses Katz- und Maus-Spiel und das mit dieser schon doppelten Persönlichkeit unseres Protagonisten hier drin. Ich habe wieder die Erstauflage von Band 5, der wird ja auch ab 16 empfohlen und das würde ich auch tatsächlich so unterschreiben. Und allein was hier drin wieder abgeht, ne, ich habe den schon bereits gelesen, krass, also einfach irre. Ne? Also der weiß zumindest jetzt bis zum 5. immer noch zu überraschen. Das werden 11 Ausgaben, wenn mich nicht alles täuscht. Der liegt bei 7,50 Euro. Ist halt, ne, nicht so dick. Der ist halt eben so ein bisschen dünner, wie er so ausfällt. Aber ganz cool. In den Erstauflagen nach wie vor immer ein Poster mit drin, so ein Mini-Poster. Ne? Einmal hier das Covermotiv vom Manga selber. Plus dann halt noch die Person dann eben auf der anderen Seite. Und freut mich nach wie vor, so dieses kleine extra Gimmick, was hier damit bei ist. Und für Thriller, Psycho-Thriller-Fans kann ich The Killer Inside immer noch weiterempfehlen. Werde ich irgendwann, wenn ich mal wieder eine Manga-Time aufnehme, auch, glaube ich, dann noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen.
im Thriller-Segment bei Carlsen Manga bewege ich mich weiterhin. Ich bin bei meiner Urasawa-Reise von Monster mittlerweile bei Band 7 angekommen. Und den habe ich auch schon gelesen. Und meine Güte, ey, wirklich. Ich weiß, man wiederholt sich da immer und immer wieder. Aber ich finde es erstaunlich, wie gut das bisher geschaffen wird, dass selbst beim 7. Band von Monster, ne, und das ist ja diese Perfect Edition, die auch ein bisschen dicker ist, ne, die ist ja wesentlich größer als der Standard-Manga. Ne, wenn man The Killer Inside jetzt mal hier vorhält, ne, dann sehen wir das direkt, ne, dass der größer ausfällt und auch breiter und auch dicker. Der liegt bei 20 Euro. Das tun die Bände da bisher eigentlich alle. Und ja, mega. Also es ist nach wie vor, dass man einfach hier mit Dr. Tenma mitfiebert, mitleidet, mit... Es ist grandios, wie toll das bisher geschrieben ist. Also ich habe jetzt noch Band 8 und Band 9 vor mir, die muss ich mir auch noch besorgen. Und dann ist diese Reise abgeschlossen. Ich bin wirklich auf das Finale irgendwie gespannt, weil ich immer schon gehört habe, ja, das kann spalten. Und also bisher, ich weiß gar nicht, es gab ein Band, wo ich dachte, okay, da haben wir so einen kleinen Hänger so ein bisschen drin. Aber also Band 6, Band 7, die waren phänomenal. Also das ist so, das sind so Dinger, die nimmt man in der Hand, fängt an zu lesen und man kann nicht mehr aufhören. Ne? Also ich weiß nicht, ob es euch das auch bei einigen Sachen geht. Bei Invincible habe ich das immer, hier habe ich das halt. Und also weil die Spannung einfach so gut hochgehalten wird. Und ne, wenn man hier mal so guckt, die Zeichnungen nach wie vor sind auch immer noch auf dem gleichen Superniveau wie ganz am Anfang. Also da gibt es keine Abbrüche. Wir haben auch wieder kolorierte Seiten hin und wieder mal da drin. Das ist auch ganz schön. Ist zwar nicht so häufig, aber es kommt halt eben vor. Ne? Und ansonsten ist der Rest halt eben in Schwarz-Weiß gehalten. Ne? Genau. Da habt ihr einmal den Einblick dann in Monster Band Nummer 7. Perfect Edition. Ja, also... Wie gesagt, ich weiß, dass viele von euch die schon durch haben oder auch super genial finden und ich kann es absolut nachvollziehen und verstehen. Ja, machen wir beim Manga-Kult weiter. Und da gab es jetzt für mich die Blumen des Bösen Teil 3. Ja, wir erleben die Geschichte von Takao und Sawa hier drin weiter und es ist nach wie vor einfach eine faszinierende Manga-Reihe. Ich auch hier ist es so, wenn ich so ein Ding habe, den kann ich nur in einem Rutsch durchlesen. Also das ist super gut. Auch bisher jeder Band klasse in 5 Bänden abgeschlossen. Das ist Band 3. Der liegt bei 15 Euro, ist auch relativ dick. Ne? Bei Manga-Kult erscheinen die Mangas ja sowieso in so einem etwas größeren Format. Und ja, nach wie vor ist das einfach nur eine krasse Geschichte. Also dieses Liebesdreieck oder auch was insgesamt mit den Personen hier drinne passiert und deren Beziehungen, das ist einfach irre. Also ein perfides psychologisches Machtspiel und guckt euch das an, ne? Hier die Sawa, die hier mit irgendeinem Knüppel da irgendwie reinkommt und das ist, also ich bin mal gespannt, wie das Final wirklich ausgeht, weil das ist einfach nur eine bockstarke Reihe. Ne? Ich habe hier gerade jede Menge Doppelseiten, ne? Und auch sowas. Ne? Es ist immer wieder schön, das zu sehen. Und ja, schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, falls ihr diese Reihe auch gelesen habt, wie ihr dazu steht. Ob euch das anspricht, ob ihr sagt, ach, nee, das ist mir zu abgedroschen, zu abgehoben, zu verwirrend oder mich würde das wirklich mal interessieren. Gerade Takao, der hier jetzt nochmal ein neues Mädchen wieder kennenlernt, die ihn wieder hier zum Bücherlesen animiert oder bringt, weil er das wirklich eine lange Zeit nicht mehr getan hat. Und da mit dem Buch des Bösen, nicht mit dem Buch, mit der Blume des Bösen, ein Buch von Charles Baudelaire, hat es halt angefangen bei ihm. Ne? Das ist der Urauslöser gewesen für all das, was dann später in dieser Reihe quasi folgte. Ne? Und
ja, es ist irre, wenn man überlegt, was für eine Auswirkung hier dieses literarische Werk hatte auf Takao und nicht nur auf ihn, sondern auch auf andere. Und das ist einfach nach wie vor ein genialer Manga. Vom Manga-Kult kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich mir noch geholt The Holy Grail of Iris, Band 3, den muss ich noch lesen, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich habe die ersten beiden gelesen. Ist ja so eine, ja, so eine Art, wie soll ich das sagen, Horror, Mystery, Geister, Story, so ein bisschen, die ja, nicht in unsere Zeit spielt, sondern, keine Ahnung, mehrere hundert Jahre vorher und auch so ein bisschen mit Morden zu tun hat und mit Geistern und mit Rache und also eine ganz, ganz interessante Reihe bisher. Also mich hat es bei der Stange gehalten. Einerseits gab es immer wieder Momente, wo ich dachte so, naja. Aber irgendwie hat der Band es jedes Mal wieder hingekriegt, also die ersten beiden Bände zumindest, den dritten habe ich ja noch nicht gelesen, dass ich immer wieder dachte, verdammt, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Ne? Obwohl es immer wieder halt so Momente gab, wo ich dachte, naja, ich weiß nicht, hin und wieder hat man das mal, ne? Dass es Werke gibt, wo man dann irgendwann so mittendrin denkt, so, naja, okay, das huckt mich jetzt nicht und auf einmal hat man zwei, drei Kapitel später wieder so ein Pam, so ein Wow-Effekt. Ne? Also, so ähnlich geht es mir bei der Reihe. Ja, mal gucken, wie Teil 3 dann so insgesamt ausfallen wird. Kommen wir zu den Comics. Auch von CrossCult, Invincible Band Nummer 8. Ich brauche eigentlich über Invincible nichts mehr sagen. Invincible ist einfach eine Ausnahmeserie. Man kann immer noch froh sein, dass CrossCult diese Reihe hier bei uns bringt. Und ich finde es nach wie vor mega geil, was hier drin abgeht. Band 8 habe ich noch nicht gelesen. Diese Bände sind immer für mich die Dinger, wenn ich weiß, ich muss irgendwas lesen, was ultra, ultra, ultra geil ist, dann schnappe ich mir so ein Ding, der ist dann halt auch in einem Rutsch meistens durch. Und danach denkt man nur so, krass, was habe ich da gelesen? Also ich weiß noch, bei Band 7, da saß ich da wirklich, dachte, nee, hab da nicht gemacht, nee. Ne, das ist so, also das nimmt dann Ausmaße an sich so, das ist einfach ultra krass. Ne? Es ist super brutal, es ist schockierend. Die Ideen, allein schon die jetzt im 7. Band kamen, quasi so eine Art Twist eben auch, ist einfach genial. Das ist, wo man denkt so, boah Mann, also super, cool. Ne? Und ich bin gespannt, Band 8, wie der dann so geworden ist, liegt bei 30 Euro. Ne? Hier haben wir den so von der Seite, hier einmal von hinten. Und ja, mal gucken, was mit den ganzen Wildrumita da oder den Leuten von Wildrum, was damit so passiert und wie Mark und Co. dann damit umgehen. Und ja, es ist einfach, ich muss mal gerade gucken, ob man hier ein paar Sachen rein. Nee. Okay. Man muss immer mal gucken, was man da überhaupt zeigen kann oder darf irgendwie. Also das ist nach wie vor wirklich eine meiner absoluten Lieblingsreihen. Also wenn die, ich weiß, im Original ist sie ja schon lange raus und beendet, aber ich kenne das Ende halt noch nicht. Wenn Kirkman hier bis zum Ende so durchgeschrieben hat wie bis jetzt, dann wird das einfach eine Mega-Reihe. Also dann wird das eine Reihe, die man immer und immer und immer wieder lesen kann. Und ja, Invincible Band Nummer 8. Ne? Ihr dürft gerne auch in die Kommentare reinschreiben, was ihr zu Invincible sagt oder was ihr von der Reihe haltet. Ne? Kann ja sein, dass der ein oder andere da eine ganz andere Meinung zu hat. Ne? Gerne unten in die Kommentare rein. Dann, was haben wir noch? Wir haben... Es ist so ein kleiner Deal gewesen zwischen dem Zuschauer und mir. Einmal viele Grüße an den Tilo.
Der Thilo hatte die Seven to Eternity Bände. Ne? Die Reihe ist ja von Rick Remender, der auch Fear Agent zum Beispiel gemacht hat oder Deadly Class. Und da sind ja von Seven to Eternity bei CrossCult bisher 3 Bände rausgekommen. Der erste lag bei 25 Euro, der erste lag bei 25 Euro, der zweite auch und der dritte bei 30. Und da kommt jetzt im Mai, wenn er denn dann pünktlich kommt, der vierte und finale Band, also auch bei CrossCult. Und im Englischen erscheint eine Art Sammelausgabe, wie so eine Art Deluxe Edition, Omnibus-Ausgabe, wo alle Sachen dann zusammen drin sind. Und ich weiß gar nicht, im Original, genau, laufen die bei Image. Das heißt, das wird so eine Image Edition und da hat man dann alles drin. Und der Thilo wollte jetzt eben auf diese Image Edition umsteigen. Die liegt, glaube ich, so um die 50 Euro, wenn ich mich nicht vertue. Und hat dann gesagt so, hey, ne, die wären halt über, ob ich die haben wollte. So. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ne, kaufe ich die ab. Und ja, jetzt kann ich die 3 lesen, freue mich dann quasi auf Band Nummer 4. Ich weiß über diese Reihe nicht wirklich viel. Ich weiß nur, dass es so ein bisschen so Sci-Fi, Fantasy, Magic irgendwie so diese Richtung geht. Ich habe mal reingeguckt. Und ja, es sieht schon derbe geil aus. Ne? Also wenn man hier mal so reinschaut, ist eine Reihe, die läuft wohl seit 2017 schon. Also zumindest bei uns in Deutschland. Also im US-Original wird das wahrscheinlich sogar noch länger laufen. Aber ich kann zur Story tatsächlich irgendwie noch nicht viel sagen. Ich habe einfach gedacht, komm, nimm die. Von Fear Agent war ich ja sehr angetan. Ich mag hier diesen Zeichenstil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bin mal gespannt, wie sich das dann liest. Ne? Ich finde, das wirkt schon sehr filmisch. Ja, oder schon fast so ein bisschen serien-esk irgendwie. Also sieht echt cool aus. Also ich freue mich auf Seven to Eternity von Rick Remender, die mal zu lesen. Und da Band 4 ja bald dann auch eben rauskommt, der liegt auch bei 30 Euro, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Hat man dann ja auch schon einiges hier noch zum Lesen. Ne? Also ganz cool, vielen Dank einmal noch an Thilo. Und ja, genau, man muss ja immer mal gucken, ne? So, ey, wo kann man upgraden, ne? Was ist vielleicht cooler? Und wenn man natürlich viel auf Englisch liest, dann hat man eine wesentlich größere Auswahl an Sammelbänden. Ne? Deswegen. Ne, macht der eine oder andere das dann mal so, ne, verkauft dann vielleicht die deutschen Sachen oder so. Das ist ja auch nicht verkehrt. Dann ein Comicband, wieder mal mit Lesebändchen. Also für alle, ne, hier Club der Lesebänder-Fans. Auch von CrossCult Monsters, oder Monster, nicht Monsters, Monster, von Barry Windsor Smith. Ein Comic, auf den ich ein paar Monate gewartet habe. Der hat sich leider immer weiter verzögert, liegt bei 40 Euro, ist recht groß, ne, wie ihr auch sehen könnt, ne, auch recht dick, der hat, meine ich, über 300 Seiten, ich gucke gerade noch mal rein, ja, sind über 300 Seiten und ja, erzählt hier eine richtig, richtig krasse Geschichte der Familie Bailey, überwiegend Bobby Bailey. Und das ist wirklich, wirklich krass. Also ich will jetzt noch gar nicht so viel davon erzählen, weil über den Band mache ich auf jeden Fall ein Einzelvideo. Eventuell ist das vielleicht auch mein Comic des Jahres. Eventuell. Also ich meine, wir haben jetzt erstmal April, aber eventuell ist das einer der Top-Comics, die ich wahrscheinlich dieses Jahr empfehlen kann. Also ich kann nur so viel sagen. Faszinierend, schockierend, spannend, ultra gut geschrieben. Also das ist ein Comic, der ultra textlastig ist. Also ich habe schon lange keinen Comic mehr gehabt, der so viel Text hatte. Ich zeige mal einmal rein, das Ganze kommt schwarz-weiß. Ja, wir haben ja einen schönen schwarz-weiß Zeichenstil eben drin. Und
wie ich schon sagte, der Comic ist halt extremst textlastig. Ne? Das ist jetzt nicht etwas, was man super schnell durchlesen kann. Also ich habe so, ich glaube, ich habe 2 Tage ungefähr gebraucht. Also ne, mir so 2 Tage Zeit genommen, einfach weil hier auch Dinge drin passieren. Das muss man erstmal verarbeiten. Also das ist, es ist einfach krass. Also ich habe seit The Crow nicht mehr solche Vibes gehabt beim Lesen, also die einen so emotional gepackt haben. Ne? Es gibt hier auch Passagen drin. Ja, ich zeige euch mal gerade, wir haben ja hier vorne nämlich das Monster zu sehen bekommen und hier haben wir es halt auch nochmal. Ne? Dann seht ihr hier auch nochmal so dieses ja, Etwas. Und wer dieses Etwas dann eben ist, das müsst ihr dann beim Lesen herausfinden. Es gibt halt immer wieder so Tagebuchausschnitte, also ähnlich wie man das manchmal auch von einigen Alan Moore-Werken kennt. Ne? Also sei es wie bei Providence, haben wir hier Seiten, wo einfach die Mutter von Bobby Bailey, Miss Bailey quasi so ihre Erfahrungen, ihren Kummer ausschüttet. Ne? Hier haben wir das auch nochmal. Ich zeige das jetzt nur mal ein bisschen von weiter weg. Ne? Also, wie gesagt, extrem textlastig, aber mega geschrieben. Also wirklich mega gut. Also das ist, der ist super gut. Also ich mache mal ein eigenes Video davon nochmal und dann werde ich euch von Monster nochmal ein bisschen mehr erzählen. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Werk und auch schön, dass CrossCult hier gezeigt hat, hey, wir können's. Wir können das Ding auch in groß rausbringen und halt nicht in, ne? Nicht in Minig, nicht in Softcover. Wir können, war wahrscheinlich eine Vorgabe, schätze ich mal, dass der so erscheinen musste, aber das braucht er auch und das ist auch gut so und das ist mega. Also eine ganz tolle Ausgabe, kann ich nur jedem empfehlen und ja, werde ich auf jeden Fall noch eine einzelne Review zu machen, ne? Und dann nochmal darüber reden. Ihr merkt, ich bin begeistert. kommen wir mal zu Splitter, meiner einzigen Splitter-Ausgabe, die ich mir diesen Monat mal zugelegt habe. Das ist der Augensammler von Fitzek, von Sebastian, ne? Ich glaube, Sebastian Fitzek, genau. ich bin jetzt kein Fitzek-Leser bisher gewesen. Klar nimmt man das wahr, ne? Die ganzen Romane, die es gibt, auch aktuell gibt es ja hier The Playlist oder wie es heißt. Und ich glaube, das Einzige, was ich vom Fitzek mal konsumiert habe, ist eine Verfilmung gewesen. Und das war, wie hieß denn der? Ach, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Es ist ein Film mit Moritz Bleibtreu jedenfalls. Und ich glaube, das basiert auf irgendeinem Fitzek-Buch. Und hier haben wir Der Augensammler. Das ist in der limitierten Edition. Den kriegt man einmal in einer normalen Hardcover-Variante auch wieder mit Lesebändchen. Ich habe den wirklich, der ist ja schon verlagsvergriffen und im Internet kriegt man ihn eigentlich auch nicht mehr. Ich wüsste jedenfalls nicht wo. Diese Edition liegt bei 49,80 Euro. Ich glaube, die normale liegt bei 35, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Also ne, ist ein bisschen mit Vorbehalt. Und die Besonderheit halt hier an diesem Band ist, er hat A, einmal ein anderes Cover als die andere Ausgabe, wobei ich persönlich sogar, glaube ich, fast das andere Cover echt lieber mag von der normalen Edition. Ich gucke mal gleich, ob ich das eventuell euch sogar zeigen kann. Ja, genau, richtig. Das müsste, ja, genau. Wir haben hier hinten nämlich so eine Cover-Galerie. Und so hier, also da, wo ich jetzt drauf zeige, das ist normalerweise das eigentliche Cover von dieser normalen Edition. Und die gefällt mir sogar fast ein bisschen besser. Das Besondere hier dran dazu ist noch, hier sind 16 Seiten, müssten circa sein. So ein bisschen über die Entstehung und die Erschaffung dieses Comics. Ein weiteres besonderes Merkmal hier an dieser Edition ist auch zusätzlich zu diesen Bonusseiten, der Kunstdruck, der hier hinten enthalten ist, mit der Originalunterschrift von Frank Schmolke. Er ist eben in diesen 999 limitierten Exemplaren auch jedes Mal dieser Kunstdruck mit enthalten, den ich sehr, sehr schön finde, sehr gelungen.
Und ja, ist eben ein schönes Extra hier zu dieser sehr schönen limitierten Edition. Ne? Storytechnisch geht es hier halt um einen ehemaligen Kommissar, einen ehemaligen Polizisten, der bisher immer nach dem Augensammler mit ermittelt hat. Also man möchte halt eben herausbekommen, wer ist der Augensammler? Das ist ein Serientäter, der Frauen ermordet, die Kinder der Frauen dann quasi in Gefangenschaft nimmt, meistens an die Ehemänner ein Ultimatum stellt und wenn dieses nicht erfüllt wird innerhalb eines gewissen Zeitraums oder Zeitrahmens, wird ja, er seinen Namen quasi gerecht und da passiert dann halt eventuell dann auch was mit dem Kind. Und wir haben hier eine Psychotherapeutin, die blind ist, die sich mit unserem Hauptprotagonistin Alexander Zorbach, genau so heißt der Ex-Polizist, in Verbindung setzt und sagt, dass sie glaubt, sie wüsste, wer der Augensammler sein könnte, weil sie denkt, dass das einer ihrer Patienten eben ist. Und so geht es dann hier in, zu zweit in einen spannenden Kriminalfall. Ne? Und ich bin Neuling, was Fitzek-Werke angeht und muss echt sagen, fand das sehr, sehr cool gemacht. Also ich kenne jetzt das den Originalroman nicht oder habe das Hörbuch auch nicht gehört, sondern kenne halt nur die Graphic Novel und die ist wirklich gut gelungen. Die hat einen sehr interessanten Zeichenstil auch, so wie Frank Schmolke das hier so geschaffen hat. Sehr atmosphärisch, also es hat seinen gewissen eigenen Stil und ja, es ist schon echt cool. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen baff am Ende auch so. Und es hat Lust auf irgendwie mehr gemacht. Ne? Ich muss mal schauen, ob ich da mal den einen oder anderen Fitzek-Roman mir mal zu Gemüte führe. Wenn ja, vielleicht habt ihr ja sogar eher Berührungspunkte damit und könnt sagen, hey, lest ihr oder hört ihr das und das Hörbuch von ihm an. Gerade der und der Roman ist irgendwie sehr gut oder sehr spannend. Ne? Also gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr da Empfehlungen habt. Die Graphic Novel ist wirklich eine Top-Sache. Egal, ob jetzt hier in diese Limited Edition oder auch in der normalen Variante. Ne? Also ich freue mich, da hat der Splitter Verlag was sehr, sehr Cooles geschaffen, zusammen mit Frank Schmolke, Sebastian Fitzek dann eben in Zusammenarbeit. Und ich bin mal gespannt, ob es da mehr von geben wird. Also mehr Stories, die man dann eben als Graphic Novel umsetzt. Ne? Würde sich bestimmt lohnen. Und wenn man so eine, ja, ich sag mal, so eine Fitzek Graphic Novel Sammlung hat, ist ja auch eine coole Sache. Ne? Ja, das war's dann zu dem Splitter-Titel von diesem Monat. Habe ich, oder ja, nicht ich, sondern meine Frau, die liest Die Kinder der Resistance. Das ist der zweite Band, erste Repression, bei Baro Books erschienen für 16 Euro. Ist so ein dünnes Album. Und da geht es, also ich habe den ersten leider auch noch nicht gelesen, der steht ja hier. Muss ich mal tun, ich muss damit mal anfangen. Und da geht es ja um Kinder, die zur Zeit des Zweiten Weltkrieges in Frankreich irgendwie sich da so, ja, durchkämpfen. Ne? Ich zeige mal hier nochmal diese vordere Seite, ne, wo wir dann eben auch so leichte Eindrücke dann eben bekommen, ne, was jetzt gerade so grob passiert. Und ja, mehr kann ich leider dazu gar nicht sagen. Es ist, weil ich die noch nicht gelesen habe und meine Frau da aber das sagte nach dem ersten Band, das wäre ganz gut gewesen. Sie wollte den zweiten auch mal weiterlesen. Es sind, glaube ich, mittlerweile 4 Bände raus, 4 oder 5, und es sind insgesamt wohl 6 geplant. Genau, da muss ich mal gucken, wann ich mal die Zeit dafür finde, hier reinzuschauen. Ne? Bei Baro Books erschienen Die Kinder der Resistance. Ja. Dann Carlsen Comic, habe ich auch schon als Einzelreview vorgestellt. Noir Burlesque von Enrico Marini. Sehr, sehr cool, war bei mir ein Coverkauf, weil mich das total angesprochen hat, wie dieser Comic von außen so aussieht. Ich habe ja so ein Fable für Crime Noir, liegt bei 24 Euro, ist der erste Band von 2 geplanten und
hat wirklich einen wunderbaren Zeichenstil. Ne? Das ist wirklich genial. Ist so überwiegend in so schwarz-weiß-grau Schattierung oder Tönung gehalten, bis auf, ne, man sieht es an der Dame, haben wir immer mal wieder auch die Farbe Rot, die hier sehr prägnant immer wieder vorkommt. Ja, gerade hier bei unserer Femme Fatale merkt man das dann eben ganz, ganz stark und beschreibt hier einen klassischen Noir-Crime-Krimi von einem, ja, Kleinverbrecher, der so ein bisschen gegen seinen eigenen Boss schießen will und sich dort in einem Club seines Boss irgendwie in die Burlesque-Tänzerin verliebt, die Verlobte quasi ist von seinem Chef. Und ja, das ist halt so richtig, richtig klassisch Crime Noir, ne? Hier schön so dieser 50er-Jahres-Stil eingefangen. Und also ich finde, es lohnt sich wegen den Zeichnungen. Die Story ist nicht schlecht. Sie ist zwar an einigen Stellen manchmal auch so, ja, hat sie so einen gewissen Touch von Kitsch manchmal auch drin, fand ich persönlich. Aber das gehört auch irgendwie dazu. Ne? Und das Ding ist halt einfach der Zeichenstil. Der Zeichenstil hier drin ist einfach geil. Ne? Marini hat hier wirklich mal wieder was ganz, ganz Tolles geschaffen. Und für alle, die in dieser Crime-Comic-Blase unterwegs sind, ist das, glaube ich, auch wahrscheinlich ein Must-Have-Kauf. So, gerade was die Zeichnung eben angeht. Ne? Ja, fand ich ganz toll. Für alle, die mehr wissen wollen, gerne die Einzelreview sonst noch mal gucken. Dann habe ich zwei Rezensionsexemplare bekommen vom Schreiber- und Leserverlag. Vielen Dank einmal dafür. Einmal Corto Maltese Schwarzer Ozean. Der ist relativ neu, Hardcover für 24,80 Euro. Und ich bin nicht Corto Maltese erfahren. Also ich weiß so ein bisschen um die Geschichte von Corto Maltese und, ne, aber das hier ist eine, ja, sehr zeitgemäße Neuinterpretation dieses Charakters. Ne? Das Ganze spielt so in der Zeit angesiedelt, wo die Twin Towers quasi den Anschlag hatten, also wo die World Trade Center Geschichte so passiert ist. Das ist so dieser zeitliche Bereich, den wir haben. Also ist Corto Maltese jetzt eher schon so in unserer Zeit einfach angekommen. Ne? Und ja, ist hier einer geheimen Organisation so ein bisschen auf der Spur oder auf den Fersen. Ne? Er ist ja unterwegs als, ja, wie so eine Art Seemann, Seeräuber, Bandit irgendwie. Und will aber bei seinem aktuellen Beutezug, wo er gerade mit dabei ist, gar nicht mitmachen, weil die Leute, mit denen er da wohl zusammenarbeitet, wirklich auch über Leichen gehen. Und das will er einfach nicht. Ne? Und so hat er wieder Begegnungen auch mit seiner Freundin und verstrickt sich da dann immer weiter in so einen gewissen Fall rein, ne? Der dann um diesen schwarzen Ozean, um diese Terrorgruppe dann eben geht. Und ja, ich muss den noch lesen, freue mich da aber schon drauf. War auch so eine Coverentscheidung so ein bisschen, finde ich, weil ich finde, das sieht sehr geil gezeichnet aus. Ne? Also ich mag irgendwie diesen Stil. Der ist jetzt im Comic selber, haben wir, das zeige ich ja mal gerade kurz, die ersten Seiten, die sind koloriert. Die sind tatsächlich ähnlich, wie man das manchmal bei Mangas macht, koloriert worden. Und so ab, ich glaube, 15 oder 20 Seiten geht es dann in die Richtung schwarz-weiß. Ne? Ist immer noch schick vom Stil her. Also ich mag den Zeichenstil echt ganz gerne. Sieht wirklich cool aus. Und ich bin mal gespannt, wie Corto Maltese Schwarzer Ozean dann insgesamt als Werk dann so ausfallen wird. Ja, sehr cool, dass man diesen Charakter auch so versucht, mehr in diese Neuzeit mal so reinzubringen und das anders zu interpretieren. Dann geht es weiter mit einem weiteren Rezensionsexemplar, Carmela Krim, Band Nummer 2, Roter Schnee von Louis Trondheim und Frank Biancarelli. Und ja, es ist halt ein kleines Album wieder, wie der erste auch. Und wir haben hier wieder mal
einen spannenden, sehr coolen Fall von Carmela Krim und ihrem Bodyguard-Dude Tardy. Hier ist es so, dass Carmela in diesem Band einen Raubüberfall mitbekommt, der mit Drohnen ausgeführt wird. Und dann hängt sie sich so ein bisschen dahinter und kommt immer weiter hinter die Drahtzieher, dahinter, wer denn dahinter stecken könnte. Und ist ein ganz cooler, spannender Fall. Werde ich auch noch mal einzeln von berichten, auf jeden Fall. Geht ein bisschen mehr in die winterliche Zeit auch rein, vom Setting her. Ne? Wir haben hier Schnee und sowas und irgendwie, man merkt auch, wie aktuell das ist. Ich schlage hier so eine Seite auf und da steht da, Covid ist vorbei und gegessen. Ja. hier haben wir mal so einen kleinen Ausschnitt aus Carmela Krim, Album Nummer 2, Roter Schnee. Genau, hier haben wir jetzt gerade Banditen, die einen Überfall eben machen und das Beutegut per Drohne dann halt weiter schicken oder verfrachten. Und scheint ein echt cooler Fall wieder zu sein. Also Lewis Trondheim hat mich ja überrascht beim ersten Band auch, war so mein Einstieg da drin, wie gut dieser Mann Geschichten schreiben kann, sodass man sofort drinne ist. Ne? Und ich bin mal gespannt, ob ich das hier bei dem Fall dann auch wieder so haben werde. Ne? Dass sich das so natürlich anfühlt vom Schreibstil her, von der Geschichte, dass man so zack da reinfindet. Und ich bin gespannt, wie der sich dann entwickelt. Genau. Vom Kosmos Verlag habe ich mir die 3 Fragezeichen und das Gespensterschloss geholt. Das wird jetzt geführt unter Classic Graphic Novel. Also ich schätze mal, damit ist gemeint, man übernimmt jetzt wahrscheinlich bekannte Hörspiele der 3 Fragezeichen, die es eben schon gibt, und baut die halt in Graphic Novel Form um. Weil, das kann ich jetzt schon mal zeigen, hier steht allerdings noch nicht, wann der erscheint, aber ich glaube, der soll dieses Jahr noch erscheinen. Wir haben hier hinten schon die nächste, die angekündigt wird. Ja, und das ist nämlich Und die flüsternde Mumie. Und das ist ja auch schon ein Fall, den wir als Hörspiel schon kennen. Und ich finde die Idee ganz cool. Ist wieder von Christopher Tauber gemacht worden. Und das hier ist eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen. Ne? Es war früher, glaube ich, echt meine allererste Folge. Es ist ja auch normalerweise laut der richtigen Reihenfolge, glaube ich, auch die erste Folge und nicht Folge Nummer 10 oder 11 ist es ja. Weil hier viele Grundpfeiler gelegt werden. Ne? Hier wird das gemacht mit diesem Gewinnspiel für den Rolls-Royce, den Morten immer fährt, dass Justus eben errechnet, hey, wie viele Erbsen oder ne, Kugeln sind da in diesem Glas drin. Und sehr cool. Also das Ding ist, wenn man das Hörspiel kennt, dann ist es so, dass man hier die Texte fast auswendig mitsprechen kann. Ne? Also man merkt, dass die überwiegenden Texte hier drin einfach aus dem Hörspiel übernommen wurden und dann einfach grafisch untermalen oder unterlegt wurden. So, ne? Und ich zeige mal ein paar Seiten hier rein, damit wir hier so einen Eindruck vom Stil her auch bekommen. Und ich fand es einfach mal cool zu sehen, wie hat man denn eins meiner Lieblingshörspiele optisch jetzt umgesetzt. Ne? Wo es ja darum geht, dass sie einen Auftrag bekommen, ein Gespensterschloss, ein Geisterschloss eben zu finden und sich da eins aussuchen, was lange verlassen sein soll von einem ehemaligen Stummfilmstar, Stephen Terrell. Und dann gehen die 3 halt zusammen zu diesem Gespensterhaus oder Gespensterschloss eben hin und wollen gucken, ist es wirklich so gruselig oder unheimlich, wie alle sagen, oder steckt da gar nichts hinter. Ne? Und dieser Fall um diesen ehemaligen Stummfilmstar Stephen Terrell ist, finde ich, bis heute noch einer der sehr, sehr coolen Fälle vom Hörspiel her. Und auch hier ist das echt gut gemacht, also als Graphic Novel. Also mir hat es gefallen. Klar, es hat nichts Neues geboten, weil man die Geschichte einfach kennt. Ne? Aber wer Lust hat, das Ganze eben mal als Graphic Novel zu sehen, der sollte hier auf jeden Fall mal reinschauen. Ne? 18 € kostet
so einer, ne, der ist jetzt Softcover, ist kein Hardcover, aber das waren die anderen drei Fragezeichen-Comics ja auch nicht. Ne? Der passt normalerweise schon wunderbar daneben, wenn man die so sammelt, und für Fans ist das, glaube ich, ein Must-Have. Ne? Ihr könnt ja mal reinschreiben, was eure Lieblings drei Fragezeichen-Folge vom Hörspiel ist, die ihr vielleicht gerne als Graphic Novel mal umgesetzt sehen wollt. Das hier tatsächlich wäre meine gewesen. Also, ich weiß gar nicht, welche ich sonst noch hätte. Ich finde, ja, das Hexenhandy zum Beispiel, habe ich gestern erst noch gehört, würde ich auch mal ganz gerne als grafische Umsetzung sehen wollen. Ne? Glaube ich, es wäre auch ein sehr, sehr cooler Fall, gerade wie man das machen möchte mit dieser Hexe, die diese Kinder dann eben einsperrt. Und ja, ich glaube, das könnte auch eine coole Folge sein. Es gibt haufenweise coole Folgen, die man, glaube ich, so als Graphic Novel umsetzen könnte. Aber schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Was wäre da euer persönlicher Favorite? Das würde mich wirklich mal interessieren. Kommen wir zu Panini. Genau, die Star Wars Marvel Comic Collection hört nicht auf. Sie geht weiter. Band 23, jetzt reflektiert das hier so stark, und 24 sind da. Einmal Darth Maul. Und was haben wir hier? Eine Allianz auf Zeit. Genau, das sind die beiden neuen Bände. Und die sind in meine Sammlung mit reingeflossen für 15,99 Euro jeweils. Ich guck mal, wann ich die Zeit finde, die zu lesen. Die habe ich mittlerweile eher ins Schlafzimmer verfrachtet, so damit ich, wenn ich Lust habe, die mal einfach schneller durchlesen kann. Weil die sind halt recht dünn. Ne? Also die sind jetzt nicht besonders dick. Und ich betrachte das halt eben als ja, etwas leichtere, schnellere Kost dann so mal. Ne? Also ich bin mal gespannt, wie die Bände ausfallen, wenn ich da mal wieder weiter mitmache. Kommen wir zu einem weiteren Panini-Comic, und zwar ist das Kingsman, The Secret Service von Mark Miller aus der Mark Miller Collection. Den habe ich mir, ja, den habe ich schon seit knapp anderthalb Monaten, zwei Monaten. Den habe ich letzten Monat nicht vorgestellt, weil vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. Wenn nicht, vielleicht holt ihr das noch nach. Ich bin ja auch immer mit zu Gast beim Comic-Treff. Der Comic-Treff ist so ein, ja, so eine Gruppe aus verschiedenen Comic-YouTube-Leuten, die streamen oder Reviews machen, und wir treffen uns meistens einmal im Monat, meistens ist es der erste Samstag im Monat, und machen da einen Livestream. Der letzte, der war auf meinem Kanal hier, und da durfte ich ganz, ganz tolle Gäste halt eben drin begrüßen, und wir haben uns über das Thema Spionage und Agentencomics unterhalten. Und ich fand das gar nicht so einfach. Ne? Wir haben zwar im Stream nachher herausgefunden, auch dank der Zuschauer, also vielen Dank einmal an alle, die da live mit bei waren, dass es doch relativ viel gibt, dass das Feld recht groß ist, aber wenn man selber einfach drüber nachdenkt, dann fallen einem manchmal gewisse Sachen nicht ein. Ne? Und ich hatte dann überlegt, okay, was ist einer der meistgegucktesten Filme so in dieser Richtung, die ich hatte, und das war Kingsman. Ich habe den Film halt gesehen, bevor ich den Comic kannte. Und dann habe ich überlegt, nee, komm, dann hol dir doch mal den Comic und guck mal, was du vielleicht auch besser findest. Ne? Ob der Film besser ist, der Comic, ne, der ja so gesehen das Original ist. Und ja, ich habe mir den gebraucht besorgt. Normalerweise liegt der bei 26 Euro und ist Hardcover. Wie gesagt, bei Panini in so einer Mark Miller Collection, ist schon der siebte Band. Da sind dann ja auch Bände We Wanted und so mit bei. Ich weiß gar nicht, was da noch mit bei alle. Ach, jede Menge. Ne? Und wir haben hier die gleiche Geschichte wie halt auch eben im Film. Ne? Wir haben hier den jungen Rabauken Exi, der ja so ein bisschen außer ja, Gosse will ich jetzt nicht sagen, aber ne, der nicht so das prallste Leben eben führt und der dann hier in diesem Fall von seinem Onkel aus dieser Lage rausgeholt wird, indem er ihn in dieses Secret Service Programm reinsteckt, der Kingsman. Und er zum Agenten ausgebildet wird. Ne? Und im Großen und Ganzen ist die Story sehr ähnlich zu dem Film, wobei ich echt sagen muss, mir hat der Film irgendwie echt besser gefallen als der Comic. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht wäre es andersherum anders gewesen, wenn ich den zuerst gelesen hätte. Ich weiß es nicht. Aber es ist kein schlechter Comic. Die Zeichnung, ja, das ist so eine Gewöhnungssache. Ne? Also manchmal habe ich so gedacht, so, ja, komisch. Also
sieht nicht ganz so geil immer aus. Ne? Ich weiß nicht, ob es an der Kolorierung da manchmal liegt, dass sie jetzt irgendwie zu poppig, zu bunt irgendwie dann aussieht. Aber ja, wer da noch mal ein bisschen mehr sonst drüber hören möchte, der kann ja in den Stream sonst auch noch mal reinschauen. Da haben die Gäste, die ich da hatte, auch noch ganz tolle andere Vorschläge gehabt. Ne? Der Earl Grey war mit am Start, der Michael der Butterlist war mit am Start und der Andy von Andys Comicbude war halt auch mit dabei. Und die haben auch sehr tolle Spionage- und Agentencomics gehabt, die sie da vorgestellt haben. Und guckt da einfach nochmal rein, wenn ihr es nicht gesehen habt, hier auf meinem Kanal eben auch zu finden. Und der nächste Comic-Treff, der findet jetzt schon am 2. April statt. Ich weiß nicht genau, wann dieses Video rauskommt. Wir haben jetzt gerade 1. April. Ich zeichne heute erst wieder auf. Ich weiß nicht, ob das Video am gleichen Tag kommt. Aber ansonsten, wir haben das Thema Batman. Wir werden uns über Batman unterhalten. Auch im Zuge dessen, dass halt eben jetzt der neue The Batman-Film vielleicht im Kino dann eben auch kam. Ich habe den auch gesehen. Und kann nur so viel sagen, dass ich den mega gut fand. Also wirklich mega, mega gut. Ich freue mich, den jetzt schon wiederzusehen. Und für alle, die Interesse daran haben, guckt einfach dann in den Livestream. Der wird diesmal beim Earl Grey auf dem Kanal wieder sein. Einfach mal Ausschau danach halten. Ne? Entweder seid ihr live dabei oder guckt euch den als Video on Demand dann wieder mal mit an. Ne? Ja, einen Comic habe ich noch. Und das, den lese ich sogar gerade aktuell. Und das ist auch von Panini. Die haben jetzt die Fable oder Fables ne, Reihe als Deluxe Edition rausgebracht. Also sie fangen jetzt damit an von Bill Willingham. Ist eine Reihe, die es schon lange, lange gibt. Aber auch, wo es schwierig war, hier in Deutschland immer alle Bände noch zu bekommen, weil es auch eine sehr lange Reihe eben ist. Und was so Nachdruck angeht, ist dann irgendwann schwierig geworden ist. Und wir haben jetzt hier in Hardcover eine Deluxe-Ausgabe. Die liegt bei 39 Euro. Genau, richtig, 39 Euro. Hat knapp, weiß gar nicht, über 200 Seiten irgendwo die Richtung. Ja, so 250 würde ich grob sagen. Und erzählt hier diese sehr bekannte Story über die Leute aus der Märchenwelt. Ne? Wir haben hier Snow White, wir haben hier die Schöne und das Biest, wir haben hier Bigby, der quasi der böse Wolf oder der Wolf eben ist, die in unserer Welt gelangt sind. Ne? Jetzt wird es bei vielen klingeln, so Once Upon a Time, ne? Wahrscheinlich, ja. Und da würde ich sagen, Once Upon a Time hat sich Sven dann hiervon abgeguckt. Also das gab es zuerst. Und es erzählt dann halt eine, also zumindest geht es hier so los, einen spannenden Kriminalfall. Ne? Bigby ist hier ein ja, Kommissar, ein Detektiv, ein Ermittler, der einen angeblichen Mordfall untersucht. Und zwar den an Snow Whites Schwester Rose, weil die anscheinend verschwunden ist. Und als man in ihr Apartment reinguckt, ist alles übersät von Blut. Ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht seitentechnisch jetzt sogar so schnell finde. Doch, finde ich. Ja, wie gesagt, ist halt ein bisschen crazy. Ne? Und daraufhin fängt Bigby eben an zu recherchieren, ne, zu ermitteln und man bekommt ein bisschen mehr mit, warum sind die Leute aus der Märchenwelt denn in unsere Welt gekommen, was für Probleme haben die eventuell, ob es jetzt finanziell ist oder privat, wie sich Beziehungen entwickelt haben von Snow White mit Prinz Charming hin zu eben Belle und dem Beast und anderen Sachen. Und also ich bin halt noch nicht damit durch. Noch nicht mal bis zur Hälfte ungefähr durch, aber bin da dran. Und es macht halt auf jeden Fall bisher Spaß. Ne? Es ist irgendwie sehr, sehr cool. Ich freue mich auch, dass ich da mittlerweile einfach mal so ein bisschen auch hinterherkommen kann, hinter so klassischen Stoffen. Ne? Panini hat ja jetzt erst vor kurzem die Why the Last Man-Reihe auferlegt, wo es ja 5 Deluxe-Ausgaben werden. Gut, bei Fables weiß ich gar nicht, da gibt es unwahrscheinlich viele Bände. Also ich glaube, wenn die das bis zum Ende durchziehen, dann könnten das 15
bis 16 Deluxe-Ausgaben werden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Bin mal gespannt, ob sie die alle bringen und ja, wie das insgesamt sich dann auch von dem Story-Spannungsbogen dann so auf Dauer halten wird. Ne? Also für alle, die bei Fables immer mal schon reingucken wollten, ist wahrscheinlich die Deluxe-Ausgabe jetzt die Gelegenheit, diesen Stoff eben nachzuholen. Ne? Ja, und dann wären wir auch schon am Ende meiner Comicbeute. Ich hoffe, ihr habt irgendwas Interessantes gefunden. Ne? Jetzt rutscht bei mir hier gerade der Schnee vom Dach. 1. April und draußen ist es am Schneien wie blöd. Das ist auch wirklich irre. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freue mich auf jeden Kommentar von euch, auf jedes Abo. Also wie gesagt, gerne liken, gerne abonnieren, wenn euch die Videos hier gefallen. Wenn ihr Vorschläge habt, es kamen letztens schon Vorschläge von euch bezüglich so, mach mal vielleicht eine Top 5 oder so. Muss ich mal gucken. Ne? In letzter Zeit habe ich halt leider aus gewissen Gründen weniger Zeit gehabt. Ich habe viel jetzt gelesen. Ich kann über vieles auch Einzelreviews machen oder guck mal, ob ich eine Comic-Time wieder mache oder eine Manga-Time. Wird sich dann eben zeigen. Ne? Ich hoffe, euch geht soweit gut da draußen. Habt eine schöne Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Comic-Lesen oder beim Manga-Lesen. Und ja, bedanke mich bei euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Ingo. Ciao.